Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 27. November, 23, 17.16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Heute gibt es gar keine Neuigkeiten, also gebe ich euch einen Tipp zum Leben auf Jollywood. Ich werde euch nun etwas über die Prämie von Nooks Meilenprogramm erzählen. Heute möchte ich ein paar Worte über den Nook Ink Taucheranzug verlieren, den haben wir schon. Mit so einem Taucheranzug kann man im Meer schwimmen gehen. Und wer gerne taucht, kann in Küstengewässern viele dort lebende Meerestiere entdecken. Also wer auf Entdeckungstour unter Wasser gehen möchte, sollte Meilen für einen Taucheranzug eintauschen. Das war alles, macht's gut. Ja, den habt ihr mir ja schon gegeben. Und damit herzlich willkommen zu Animal Crossings New Horizons. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Genau, Taucheranzug habt ihr mir gegeben. Goldwerkzeuge habe ich alle schon. Ich habe auch noch nichts aufgeräumt, wie erwartet. Es liegt noch alles so rum, wie es rumliegt. Aber ich glaube, ich lasse es auch erstmal so. Im letzten Stream am Freitag war ich ja auf euren Inseln, beziehungsweise auf Inseln von den zwei Mods. Sehr, sehr schön. Also da sieht man mal, was alles möglich ist in diesem Game. Ich glaube, das werde ich auch nie so erreichen. Das sind ja wirklich hunderte Spielstunden. Wahnsinn. Ne? Man kann wirklich viel, viel machen. Sehr, sehr cool. Genau, Post haben wir auch wieder neue. Jesse, sind das denn jetzt Leute, die ich... Von euch? Jesse. Ich hoffe, du findest gefallen in der Cinema-Roll-Jacke. Ja, danke schön. Oh, Tasche ist wieder voll. Ja, ich muss mal irgendwie was lagern. Ich weiß auch nicht. Ich habe so viel Kram. Ich gehe nochmal hier rein. Ich habe das noch gar nicht ganz mit diesem Lager gecheckt, irgendwie so richtig. So, warte mal. Ich probiere das jetzt hier mal aus. Genau, jetzt habe ich den Kram hier rumliegen. Steinaxt. Achso, ich muss dann einfach hier. Ja, den tue ich jetzt erstmal weg ins Lager. Meilen-Tickets ins Lager. Hauserweiterung müsste jetzt ja auch fertig sein. Ins Lager. Ins Lager. An die Wand. Ist kein Platz zum... Oh, man kann die aufhängen. Okay, ich will den aber noch behalten. Ich würde heute gerne tauchen gehen. Auch ins Lager. Danke für den Kackhaufenhut. Danke, danke, danke schön. Fetzen-Jeanshose auch ins Lager. Münzen in den Geldbeutel. Ach, es ist voll, natürlich. Tannenbaum platzieren. Mein Gott, ja. Der nimmt viel Platz weg. Dekorieren und so weiter. Ich will das wirklich alles erst machen, wenn das Haus groß genug ist und wenn wir Wege und Terraforming haben. Weil ich glaube, vorher lohnt sich das ja gar nicht. Sternsplitter, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Mache ich auch erstmal ins Lager rein. Anorak auch ins Lager. Zaki. Geschenk müssen wir eigentlich noch auspacken. Was kriegen wir hier? Gaming-Tisch. Ja, guck mal, den können wir auch schon mal hier hinstellen. Wunderbar. Oh, der sieht ja cool aus. Zack. Machen wir erstmal hier hin. Ja, lassen wir erstmal hier so stehen. Genau, haben wir eigentlich erstmal wieder ein bisschen Platz hier. Den Stiefel, auch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich gehe immer raus. Sorry. Ins Lager rein. Auch ins Lager, glaube ich, ne? Genau. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. Alles klar. Genau. Hauserweiterung haben wir ja gemacht. Kann ich mir jetzt, glaube ich, abholen. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, eure Inseln waren wirklich schön. Zumindest die zwei Mod-Inseln, die ich gesehen habe. Und da war ja auch einer in so einer goldenen Ritterrüstung, ne, der so Englisch gesprochen hat. Das war wohl einer, der geklaut hat tatsächlich. Der hat wohl auch bei mir schon was geklaut. Und auf euren Inseln, tut mir sehr leid. Das wusste ich jetzt nicht. Darum machen wir es nächstes Mal, wenn ich euch besuche, machen wir es ein bisschen anders, dass ich diesen Dodo-Code irgendwie verdecke oder dass ich die Kamera ausmache. Ne, dass wir es irgendwie so machen. Fernsteuerbar Hubschrauber, auch witzig. Kann man den auch fernsteuern? Ach, das geht gar, da geht gar nichts. Ah doch. Süß, süß, süß. Dann gucken wir nochmal hier. Danke fürs Paket, Jesse. In die Tasche. Und paar Cinema Roll Sneaker. Dankeschön. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Bewohner ist oder einer von euch. Ich glaube, einer von euch, ne? Schauen wir mal. Auspacken. Wie sieht die aus? Mal tragen. Naja, ist nicht ganz mein Geschmack. Ich nehme lieber die wieder. Obwohl ich jetzt auch nicht so mega geil finde. Die sind, glaube ich, ganz cool. Ja, die nehme ich. Die nehme ich. Die sind ganz nett. Genau. So. Ja, habe ich jetzt immer noch Post? Aber ich habe doch alles gelesen. Mama? Ach, hier sind noch welche. Ah, das sind auch noch Geschenke. Viele Grüße und viel Spaß. Danke, Ariane. Danke, werde ich haben. Von Becky nochmal Zuckerwattestern. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen machen soll, aber danke. Akademie, genau, das war ja für die Hausvergrößerung. Elektrogerät, geil. Dankeschön. Punkte 3090, Rang B, ah, das ist die Bewertung. Die von dir erlesene Einrichtung steht einem Heim hervorragend zu Gesicht. Der Sperrmüll, der einfach nur da drin rumsteht. Bleibt nur zu hoffen, dass dir das Hausgeschenk gefällt und dein Haus weiter verschönerst. Ist meine Intention. Dankeschön.
Jo, geht doch schon, Rang B, voll gut. Ja, wunderbar. Geschenke schaue ich mir nochmal an. Waschmaschine, ja. Was ist das denn? Ah, ja, ich stelle erstmal alles so ein bisschen hin, ne? Weil ich muss das Lager echt freikriegen. Das wäre echt nicht schlecht. So, auch cool, auch cool. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine Waschmaschine in echt gesehen. Die gibt es doch nur in Japan und Amerika. Sternkescher, dankeschön. Ich habe noch nie eine gesehen, wo man oben was reinwirft. Habt ihr das zu Hause? Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das wirklich nur aus dem Fernseher, aus Animes und sowas. Und die müssen wir auch mal wieder einsammeln. Ah, hier waren die ganzen Werkzeuge, ne? Nehmen wir auch mal mit. Genau, jetzt habe ich alle Goldwerkzeuge. Die sollten, glaube ich, erstmal ein bisschen halten. So, jetzt will ich aber immer zu Tom Nook gehen. Und hier könnte man jetzt... Warte, da habt ihr mal gesagt, man könnte was ausbuddeln hier. Ich buddel mal. Ausrüsten. So. Natürlich wieder daneben. Und da könnte ich da wieder Geld einbuddeln oder so, meint ihr, ne? Genau. Sternisack. 1000 Sternisack, was man so alles ausgraben kann. So, jetzt kann ich doch 9 wieder einbuddeln, ne? Oh, jetzt weg. Ja, das war's dann. Nein! Okay, fail. Egal. Ich habe eh genug Geld. Eigentlich brauche ich wirklich eh nichts mehr. Na, Dörte, wohnst du immer noch hier? Alles gut? Wen angelst du dir heute? Was für ein Mann? Hätte ich letzte Nacht lieber mal einen coolen Angelpose gefallen, anstatt um die Häuser zu ziehen. Oh, ich bin auch ganz schwungrig im Kopf. Oh, wow, ich kann mich gar an nichts mehr erinnern. Aber es waren heiße Typen unterwegs. Ey, das ist doch schön, das ist doch schön. Die Blumen sind auch gewachsen. Wunderbar. Ich brauche einen anderen Hut. Ich mag die Kopfhörer nicht so gerne. Aber wir machen das auf jeden Fall bestimmt nochmal, dass ihr zu mir kommt. Aber ich komme lieber zu euch. Ist besser. Ja, ich habe noch viele Dodo-Codes von euch. Oh, hallo, Olli. Dein Zuhause ist jetzt viel geräumiger, oder? Ach, das wurde schon vergrößert. Etwas mehr Platz ist nie verkehrt. Dann gäbe es noch eins. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht dann 198.000 Sterne. Die hast du doch wohl locker auf der Bank. Ah ja, bitte für Rückzahlung sowie zuvor über den Bankautomaten aus. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, 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 ja. Natürlich, bezahlen wir direkt. Ja, das Geld ist schnell weg, ne? Ihr habt recht, so viel ist das eigentlich gar nicht. Ja, gib mir meine Bonusmeilen. Da muss ich eigentlich auch täglich gucken. Ich habe leider immer so wenig Zeit für das Spiel. Es tut mir so leid. Bankautomat, genau. Einzahlung? Ja, ich mach mal 200 einzahlen. Boah, stell mal vor, Leute, ihr habt so eine Summe auf der Bank. Ist das nicht geil? Stell mal vor, ihr gewinnt den Lotto 10 Millionen, plötzlich steht da 10 Millionen. Wie bei Chico, diesem Lotto-Typen. Oh, muss das ein geiles Gefühl sein. Wow, ne? Ach, das wäre so schön. Ab und zu spiele ich auch mal Lotto, aber sehr, sehr selten. Manchmal mache ich das 2 Wochen, dann wieder ein halbes Jahr wieder nicht. Capture Card kackt wieder ab, keine Ahnung, woran es liegt. Nook Shopping würde ich gerne mal machen. Ja, theoretisch, ich könnte mir eigentlich alles kaufen, ne? Aber das Problem ist, mein Lager ist halt so voll. Also, ich bin so voll, ich könnte mir alles holen. Ich könnte echt so ein Mario Land aufbauen. Aber Nook Mine brauche ich. Das wäre das Wichtigste irgendwie, ne? Hier Nook Mine einlösen. Für noch eine Taschenerweiterung. Mein Ticket brauche ich nicht. Design Profi Edition brauche ich auch nicht. Alltagswerkzeuge. Frisuren. Ja, Frisuren wäre mal ganz nett. Aber ich habe so wenig Nook-Meilen. Ja, das wäre cool. Besonderes. Achso, das ist einfach alles dann. Okay, ja. Ja, Nook-Meilen wäre sehr, sehr wichtig. Habe ich jetzt dein Ding schon bezahlt? Ich würde das gerne schon bezahlen. Habe ich das jetzt schon? Oder habe ich es jetzt nicht? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir nochmal zu ihm. Was darf es denn sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung. Solange du noch deinen Kredit offen hast, kann ich leider keine Erweiterungsaufträge annehmen. Denk daran, im Nook-Portal kannst du jederzeit Raten einzahlen. Achso, aber habe ich gar nicht gefunden. Wo denn? Ich würde gerne meine Raten abbezahlen. Nook, mein Nook, Shopping, Bankautomat. Achso, Kreditzahlung. Bar. Ja. Kann sogar eigentlich... wir können auch aufrunden. Hä? Kredithöhe. Hä? Abbuchung, Bareinzahlung. Wie viel möchten Sie zurückzahlen? Ja, alles. Hä? Warte mal. 1? Hä, warum geht das nicht? Alles einzahlen. Achso, weil ich jetzt... Achso, ich muss jetzt wieder was abheben. Achso, jetzt muss ich 200.000 abheben und dann bar. Achso. Kredithöhe? Ach, jetzt zahle ich zurück. Ach so. Hä?
Ja, Kredit abbezahlt. Überhaupt nicht gecheckt, was ich gemacht habe. Hurra, damit ist mein Haus mal wieder abbezahlt. Oh, hervorragend. Das sind mir die liebsten Kunden. Oh, hallo Olli. Glückwunsch, du bist stolzer Besitzer eines voll abbezahlt luxuriösen Eigenheims. Ich kann mir nicht vorstellen, wie toll du dich jetzt fühlen musst. Ich meine, was könnte besser sein? Materielle Dinge sind die geilsten. Scheiß auf Charakter oder sowas. Tja, du könntest auch noch einen Raum anbauen. Das wäre tatsächlich so, rein technisch betrachtet, viel, viel besser. Ach, hör nicht auf mich. Der alte Tom Nook labert manchmal Quatsch. Ich kann einfach nicht anders. Aber wenn dein Interesse geweckt ist, sprich mich einfach an. Gerne. Machen wir. Was darf sein? Noch eine Hauserweiterung. Ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung. Ja, ich würde dir empfehlen, noch ein Zimmer anzubauen. Wenn wir es hinten anbauen, endet es nicht das Aussehen deines Hauses, sondern es ist günstiger, relativ gesehen. Das würde einen Kredit von über 348.000 Sternis erfordern. Die hast du doch locker in der Portokasse. Ja, bitte, bitte, bitte. Ausgezeichnet. Wir werden sogleich den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Bis morgen Vormittag sollte alles fertig sein. Wie aufregend. Die Bauarbeiter aus Polen sollten dann morgen ankommen. Dankeschön, wunderbar. Guck nochmal hier. Haben wir leider nichts. Bei ihm könnte ich nochmal ein bisschen was verkaufen, aber ich gehe erstmal nach draußen. Okay. Ja, okay, dann, die Kohle ist eigentlich dann relativ schnell weg. Ihr habt recht. Also viel ist es dann wirklich nicht. So. Frag ich mal ihn noch, was er hat. Hui, Olli, schön, dich zu sehen. Was macht das Inselleben? Nur mal so gefragt. Du hast ja sicher gemerkt, dass das Obst auf unserer Insel total lecker ist, oder? Und nicht nur das, bei mir wirkt es auch immer richtig belebend, wenn ich es esse. Dann bin ich plötzlich voller Power, zerhaue Felsen und buddle Bäume aus, als wäre es überhaupt nicht. So ein bisschen wie Popeye. Fast so, als ob das Essen der Früchte von hier der Trick wäre, besonders rasch zu arbeiten. Arbeiten ist das Wichtigste im Leben. Ja. Ja, das lassen wir erstmal alles so stehen. Genau, hier habe ich auch noch so viele Beutel. Stimmt, das sag ich mal alles ein. So, war dahinter noch Geld? Genau, Geschenke habe ich noch bis zum Abwinken. Packe ich auch mal eben ein bisschen aus. Schon wieder voll. Ich hätte gerne die nächste Taschenerweiterung. Aber man kann ja leider nur noch eine Reihe bekommen, was ein bisschen öde ist. So, ein Beutel. Auspacken, was bekommen wir? Akustikgitarre, dankeschön, ja gut für die Wohnung. Was haben wir hier? Tauchanzug können wir gleich auch mal gerne ausprobieren. Auspacken. Billardtisch, auch geil. Ja, sehr schön. Bisschen klein. Ist eher so ein Pocket-Billardtisch. Genau, Geld in den Geldbeutel. Ist kein Platz mehr, ne? Ich bin so reich, leider. Boah, das muss ich auch noch alles einsammeln. Leute, ich weiß gar nicht, wohin damit. Das ist echt zu viel. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt zieh ich mal den Taucheranzug an, was dann passiert. Aber ich habe wahrscheinlich wieder volles Inventar. Eigentlich muss ich schon wieder zum Haus zurück. Boah, die ganzen Anleitungen noch. Alter Schwede, auch die Fossilien haben wir ja auch noch. Ja, Fossilien und so gebe ich dem immer alles off-cam. Ne, das ist ja uninteressant, was ich Eugene gebe. Ne, da sind auch noch Streaming-Sachen, eigentlich gut für den Tisch noch. Ja, hier sind auch noch tausende Beutel, Schuhe, Schirmchen. Und so weiter. Ein paar Sternschnuppen haben wir ja auch gesehen. Da habe ich mir ja was gewünscht. Bushaltestelle. Da sollte ich ja, da, ich glaube, da haben wir jetzt diese Sterne bekommen, ne? Die ich schon ins Lager getan habe. So. Aber der ist schon im zweiten Raum, der wird jetzt gebaut, ne? Aber ist es denn jetzt größer, das Haus? Ist mir gerade nicht so vorgekommen. Achso, das war schon die Hauserweiterung, die Größe, ne? Okay. Ja, wir müssen unbedingt noch ein bisschen was ins Lager ballern. Ah, machen wir auch ins Lager. Machen wir auch ins Lager. Werkbank muss ich eigentlich noch aufstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Stiefel auch erstmal ins Lager. Das zahlen wir noch ein. Ins Lager. Das können wir noch auspacken. Was haben wir hier? Kiki und Lala Wolkenapparat. Gerne mal platzieren. Was ist das? Das habe ich bei euch schon auf der Insel gesehen. Ah, ja, ein bisschen schade, dass ich jetzt eigentlich schon so viele Möbel von euch gesehen habe. Jetzt ist so ein bisschen der Überraschungseffekt kaputt. Ne? Aber okay, das Spiel ist halt alt, 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 alt. Die Spielzeit halt wirklich, ich bin bestimmt der letzte Let's Player, der es noch irgendwie spielt von Anfang an. Das ist natürlich dann immer schwierig. Ihr habt natürlich schon alles, ist klar. Ne? Da wird man natürlich gespoilert bis zum geht nicht mehr. Müssen wir mal gucken. So, ich versuche jetzt mal zu tauchen ein bisschen. Dip, dip, dip. Hier sind auch noch so viele Sachen. Stimmt, 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 ja. So, gucken wir mal. Taucheranzug anziehen. Tragen. Ja, sieht aus wie so ein Panzerknacker. Und jetzt kann ich hier rein? Aber wie? Und wo?
Hä? Oder muss ich da hinten zum Steg? Ja, vielleicht muss ich hinten zum Steg. Hier geht's auch nicht. Kleines Äffchen, geh aus dem Weg. Oder muss ich hier? Also ich kann auch nichts drücken. Oder muss ich das Ding hier weglegen? So. Ah! Oh, und jetzt? Okay, hier kann man nicht viel tauchen. Ach, wie witzig. Okay, kann ich jetzt auch hier rüber? Ach, das geht nicht. Aber wo soll ich jetzt hin? Also ich kann nicht... Ah. Wie weit kann man jetzt schwimmen? Kann ich jetzt... Hä? Aber wie kann ich denn tauchen? Achso, okay. Ich dachte, jetzt kommt man in so eine Unterwasserwelt. Aber was bringt mir jetzt das Tauchen? Okay. Ja, ganz erschließt sich mir das Ganze doch nicht. Was kann ich jetzt beim Tauchen machen? Oder muss ich weiter raus? Oder brauche ich einen Goldtaucheranzug? Ah, hier, guck mal, hier sieht es tiefer aus. Oder ist das ein Felsen? Ah, warte mal. Ah, ach so, hier ist das Ende. Okay. Wenn ich jetzt hier tauche? Okay, sind einfach nur Felsen, ne? Okay, es gibt so eine Abgrenzung wie im Schwimmbad. Hier blubbert was ja. Vielleicht kann man hier tauchen. Hat irgendwie einen Sinn muss das ja haben. Ah, guck mal. Was ist das? Ach so. Oh, wie cool. Ja, ein Oktopus. Du hättest besser 8 geben sollen, wegen den 8 Armen. Sehr guter Gag. Ah, okay, so funktioniert also Tauchen. Okay, immer wo es blubbert, ist praktisch, kann man tauchen und was sammeln. Okay, okay, okay. Ja, verstanden. Das habe ich verstanden. Wunderbar. Also hier könnte man theoretisch, da war auch mal was geblubbert. So, die Frage ist nur, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich habe ich ja jetzt erstmal alles. Ich habe jetzt erstmal Geld genug. Angeln muss ich eigentlich ja auch nicht mehr. Ich bin ja wirklich jetzt reich. Also, und reich an Erfahrung natürlich auch. Ich kann nochmal hier buddeln. Aber der geht immer alle Werkzeuge durch, auch die goldenen, ne? Oder wie, oder was? Ja, ja, der geht dann alle... Ja, ja, okay. Eine kleine Muschel, Teppichmuschel mal wieder gefunden. Ja, ich frage mal Tom Nook, was ich jetzt machen soll. Ja, die Insekten habe ich ja alle schon. Früchte könnte ich halt viele noch einbuddeln und sowas. Ja, ich frage nochmal Tom Nook, was soll ich jetzt machen? Anleitung habe ich jetzt halt auch sau viele. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass ihr mir so viel gegeben habt. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Ne? Aber es macht natürlich das Erlebnis auch ein bisschen kaputt, das stimmt schon. Das ist natürlich, ne? Am besten kommt ihr nochmal nächste Woche oder so auf meine Insel, nehmt mir ein paar Sachen ab. Ein bisschen Geld und Gegenstände und so weiter. Weil wenn man zu viel hat, das ist dann auch ein bisschen doof, das stimmt. Ne? Weil jetzt habe ich ja praktisch schon alles. Aber ich konnte es leider auch nicht mehr kontrollieren mit dem Geld. Ich habe so viel mir da hingeschmissen. Ja, ich frage mal Tom Nook, ich weiß nicht, was ich so richtig jetzt tun soll. Also ich warte jetzt auf die Hauserweiterung. Die Sachen gebe ich ihm, okay. Ich habe auch super viele Bauanleitungen. Ich habe jetzt super viel, liegt noch mehr Geld. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das sind jetzt auch die letzten Säcke hier. Ja. Gehe ich mal von aus. Geldbeutel ist voll. Okay, ich frage mal, was ich noch machen soll. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was mein nächstes Ziel wäre. So richtig. Tom, sag mal, was soll ich machen? Tom Kaulitz. Ah, Olli. Hallo, hallo, hallo. Was darf's denn sein? Genau, Eigenheimberatung brauche ich ja nicht. Das wird morgen fertig gemacht. Ja, 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 die ewige Frage. Was macht man mit so viel Geld? Das trifft sich gut. Ich wollte ohnehin mit dir über Nepps Laden sprechen. Genauer gesagt, ich wollte dich gerade zu ihm schicken. Er kann dir sicher mehr sagen. Ah, okay, ich muss den anderen... Ach, das ist ja Nepp, ne? Stimmt. Hallöchen, Olli. Ja, ich krieg meinen eigenen Laden. Glückwunsch zum neuen Eigenheim. Ach so, ich wollte ja noch mit dir über etwas sprechen. Also, falls du mal Zeit hast und so, nur so ein kleiner Vorschlag von mir. Nicht schlimm, wenn es jetzt nicht so gelegen kommt, wann du magst. Ja, ich hab Zeit, kleiner Freund. Vorzüglich. Ich mach's auch ganz, ganz kurz. Okay, so kurz, wie ich groß bin. Ich wollte mal fragen, hättest du Lust, an einem tollen Bauprojekt mitzumachen? Einem Laden?
Ja, gerne. Du bist dann auch Mitbegründer und ja, du kriegst auch die Aktien. 49% hältst du. Wie natürlich die Mehrheit. Je mehr hier auf der Insel los ist, desto mehr interessieren Kunden. Ist ja klar. Ich würde auch gerne ein viel größeres Sortiment anbieten, was hier aus den Platzgründen ja nicht geht. Vor allem Sachen aus dem Darknet und irgendwie von über der Grenze. Unser größter Häuptling weiß auch schon Bescheid. Und expandieren will er ja sowieso immer. Du weißt ja, du kennst ja Tom. Es gäbe da nur ein kleines Problem. Unser Inselchen ist zwar super schön, aber nicht gerade ein Baumarkt. Wir haben hier leider kein Tomb-Praktika oder... Was gibt's denn noch? Ein Obi oder so. Haben wir leider gar nicht. Und wo wir ja schon so viele Behausungen bauen müssen, für einen Laden bleibt da nicht viel. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Du könntest doch einfach hier in der Natur Baustoffe sammeln. Von Bäumen, Steinen, Zeug, aus dem ein geschickter Bastler ein hübsches Geschäft einrichten kann. Ich muss mal diese Online-Benachrichtigung ausmachen übrigens. Das irritiert mich immer voll. Das ist sogar... Ich habe ja jetzt so viele Freunde wegen euch. Ich habe ja, glaube ich, jetzt 100 Freunde bei Nintendo oder so. Dankeschön. Ihr seid alle meine Freunde. Ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, auch noch Freundschaftsanfragen annehmen. Das sind auch noch so viele. Das ist sogar umweltverträglich. Wir haben uns da selbst erkundigt und so. Die Insel leidet also nicht. Aber zurück zum Thema. Würdest du vielleicht Baumaterial für unser Ladenprojekt besorgen? Wir würden uns auch erkenntlich dafür zeigen. Versteht sich ja von selbst. Eine Pfote wäscht die andere. Ja, okay. Vielen Dank, du bist der Spitzenhammer. So, ich weiß, es ist ziemlich viel auf einmal, aber folgende Sachen bräuchten wir zu unserem Glück. Holz, Hartholz und Weichholz. Jeweils, naja, 30 Stück pro Sorte und dazu 30 Stücke Eisen. Jetzt, ui, das ist viel. Es ist auch egal, woher die Sachen kommen. Sie können von hier sein oder von einer ganz anderen Insel oder Disney Dreamland Valley, aber leider kann man das nicht connecten. Und keine Eile, ja, ich habe noch keinen Baum weglaufen sehen. Sobald du von einem Material die volle Garnitur hast, dann komm hier vorbei und sag mir Bescheid. Okay, ich habe schon längst vergessen, was er wieder haben wollte. Wird das eigentlich irgendwo gespeichert? Der wollte 30 mal Eisenerz, Weichholz, Hartholz, ne? Ah, da kriegen wir auch noch mal ein paar Dinger. Achso. Ach, kriege ich gar nichts? Achso, das ist einfach nur neu, okay. Hier kann ich noch was abholen. Ja, Eisenerz kriegen wir ja von den Steinen. Da müssen wir ja diese mit der Schippe draufhauen. Da habt ihr mir auch gesagt, ich soll Löcher hinter mich buddeln, hinter mir buddeln, damit ich nicht immer nach hinten droppe. Dankeschön. Genau, das haben wir. Oh ja, können wir auch nochmal abholen. Goldwerkzeuge, wow. Thank you. Für den, der mir die Goldwerkzeuge gegeben hat, noch mehr Nukemeilen. Ja, sparen wir alles für die Taschenerweiterung. Aber ein Goldwerkzeug fehlt mir. 2000, meine Güte, jetzt geht's aber ab. Boah, dankeschön. Bärchen ist online. Also, falls du das siehst, Bärchen, herzliche Grüße. Dankeschön. So, ich glaube, da haben wir erstmal alles, ne? Genau, haben wir hier alles. Das können wir auch nochmal. Wünscht dir was? Genau, das waren ja die Sternschnuppen. Wunderbar. So, da haben wir erstmal auf jeden Fall viele Nukmeilen. Finde ich schon mal gut. Okay, Rohstoffe sammeln, Rohstoffe. Ja, ich muss mal eine große Session Offcam machen, damit wir Rohstoffe sammeln. Ich wirklich mal alles ein bisschen clean mache. Alles einsammeln, irgendwie Lager und so. Gibt's hier was Neues? Nö, ist noch eure Kunstwerke. Na, Olli? Ah, du willst mit mir reden. Was geht ab? Ich habe jetzt zwitschern lassen, dass du Zeug für einen Laden organisierst. Boah, Twitter geht auch gerade voll steil. Du bist aber ein schlaues Vögelchen, Dörte. Astrein, Jollywood könnte echt mehr Leute wie dich vertragen. So coole, coole Gs, die wirklich Style haben und das Geld und so viele Sternis. Boah, ey, ich würde direkt bei dir einziehen. Wir können uns auch gerne paaren. Da fällt mir ein, ich habe noch einen Geheimtipp für dich, Bro. Im Nuke-Portal kannst du eine ganz besondere Anleitungssammlung ergattern. Alltagswerkzeuge A bis Z gegen harte Nuke, man versteht sich. Ist aber ein solides Investment. Ich kenne mich da aus. Die Werkzeuge halten etwas aus. Ich habe schon Goldwerkzeuge. Wenn ich du wäre, würde ich mir den Deal nicht durch die Lappen gehen lassen. Platsch, das ist noch besser als Black Friday und Cyber Monday. Das Portal findest du übrigens im Service Center, aber das weißt du sicher schon. Du bist ja technisch sehr begabt. Ja, bin ich. Tschüss. Ja, die Dörte. So, genau. Okay, Rohstoffe brauchen wir. Hier habe ich auf jeden Fall was. Huch, meine Tasche ist mal wieder voll. Dann tauschen wir es gegen... Ah ja, ich wollte noch Geld einzahlen, ne? Ja, warte, dann schmeiße ich erstmal wieder hin. Dann müssen wir noch mal Geld einzahlen. Uiuiuiui. Damit wir diese Geldsäcke loswerden. Diese Capture Card bricht immer ab. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die hat 230 Euro gekostet. Das ist eigentlich die beste Capture-Card. Also damit nimmt dann immer Konsole auf PC sozusagen. Das Konsolen-Gameplay. Aber die hat immer irgendwie einen Wackelkontakt. Sehr, sehr komisch. Das ärgert mich ein bisschen irgendwie. Naja. Bankautomat.
Einzahlung. Ah, ich habe doch 8. Ich verstehe das gar nicht. Wie viel möchten Sie einzahlen? Achso. Ja, 800. Ja, alles gut, alles gut. Ich war irritiert. Wunderbar. So, jetzt haben wir da erstmal wieder Ruhe ein bisschen im Karton. Sehr, sehr gut. Dann können wir morgen den Kredit auch schon abbezahlen. Ja, das Geld ist eigentlich relativ schnell weg. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Das ist eigentlich wirklich nicht viel. So. Genau, ich würde mal versuchen, so ein bisschen Eisenerz zu sammeln. Der wollte von allen praktisch 30, ne? Also Hartholz. Boah. Hier hatten wir auch noch Holz. Und Tauchen ist dann praktisch nur dafür da, um noch die ganzen Tiere zu sammeln und sowas, ne? Glaube ich. Holz. Ich gucke noch, ob irgendwo Holz liegt. Äste brauche ich ja eigentlich nicht. Ich brauche, glaube ich, mal diese Behilfswerkbank, obwohl ich die, glaube ich, schon irgendwo hatte. Ist hier unten Holz? Auch nicht. Ich und mein Holz. So. So, können wir damit noch ein paar Steine mal hacken. Ist ja auch noch Kohle. Meine Güte, Leute, Leute, Leute. Das im echten Leben wäre mal schön. Oder ich hack erst ein bisschen Holz vielleicht. Ah, hier ist ein Stein. Guck mal, man droppt da immer so ein bisschen nach hinten, aber... Ah, da kriege ich jetzt kein Erz, ne? Leider, ne? Da kriege ich jetzt nur so ein Kram Lehm und normale Steine. Aber wo kriege ich denn Eisenerz her? Nur aus den großen Brocken? Könnte sein, ne? Na, jetzt vorbei. Ansonsten hacke ich erstmal ein bisschen. Sternkescher habe ich, ja. Ja, wir holen uns den Gold. Aber bringt die Goldaxt denn mehr Holz und besseres Holz als die normale Axt oder hält die nur länger? So. Ja, hier kriegen wir schon mal Holz. Ach, guck mal, da kippt der Baum sogar um. Ah, das geht doch. Okay. Und kann ich den Stumpf jetzt noch wegmachen? Tauschen gegen irgendwas, was ich nicht brauche. Erstmal die Cap weg. So, kann ich das jetzt noch hacken? Ah, das geht nicht. Okay. Okay, okay, okay. Ja, machen wir erstmal ein bisschen Holz. Dass wir das Weich- und Hartholz bekommen. Aber ist auch immer nur ein Bröckchen, oder? Oder ist das mehr? Ah, Hartholz haben wir schon 30. Ach, wunderbar. Okay, es ging ja schnell. Normales Holz bräuchte ich noch und Eisenerz war das, ne? Dankeschön. Genau, normales Holz. Es wird immer nur eins dann wahrscheinlich sein. Gehe ich mal von aus. Ja, ja, ist immer nur eins. Weichholz, ich weiß gar nicht, was er wollte. Weichholz, Hartholz. Kann ich denen schon so eine Sache geben? Da habe ich das schon mal weg für meinen Kopf. Dass ich ihnen zumindest schon mal Hartholz geben kann. Ja. Ja, nächste Woche machen wir auch nochmal einen Stream oder so. Obwohl, nächste Woche kommt das Disney Dreamland Valley Update. Vielleicht diese Woche vielleicht nochmal einen Stream, wo ich einfach wirklich ein bisschen hier was mache. Wo ich euch nicht besuche, ihr mich nicht besucht. Und ich arbeite einfach mal hier so ein bisschen. Und wir quatschen ein bisschen. Das wäre doch, glaube ich, ganz cool, oder? So, warte mal. Ihm sollte ich das geben, ne? Kleiner Nepp. Willkommen, Olli. Kannst du mir schon was geben? Zum Ladenbau, zum Ladenbau. Im Moment bieten wir um Baustoffspenden für das Laden, für den Laden, den wir bauen. Und ich will was beitragen. Okay, geht jetzt schon. Oh, etwas spenden, das hört man noch gerne. Da danke ich aber im Namen des ganzen Unternehmens. Sieh an, du hast ja Hartholz dabei. Wolltest du vielleicht 30 Stück davon geben? Ja, bitteschön. Haben wir das schon mal? Wow, cool. Ich bedanke mich. Ich liebe harte Hölzer. Damit rückt der Traum vom neuen Geschäft gleich ein Stückchen näher. Glaubt immer an euren Traum, wie beim Digimon-Song. Hier ein Dankeschön des Hauses. Ein Pullover-Schal-Kombi nur für dich. Kommt von Herzen. Da habe ich selbst gestrickt. Hier, bitteschön. Danke. Ich bin leider kein Schalträger. Ich trage auch im Winter nie Schals. Mich schnüren die immer die Luft ab und die jucken so. Ich bin leider... Aber ich bin auch keine Frostbeule. Ich trage auch nie Handschuhe oder sowas. Außer es wäre vielleicht jetzt minus 20 Grad, dann... Wir würden uns schrecklich freuen, falls du uns auch mit den restlichen Baumaterialien helfen könntest. Gerne. Okay, da braucht er noch anderen Kram. Holz. Normales. Ich weiß gar nicht mehr, was der braucht. Weichholz und Eisenerz, ne? Alles klar. Okay. So. Ja, ich gucke nochmal eben nach Steinchen ansonsten, ob ich hier... Ich glaube, das kam nur aus diesen großen Brocken, ne? Einmal nochmal hier rüber schwimmen. Vielleicht ist ja hier noch ein bisschen was. Gehen wir nochmal hier rüber.
Wo ich kann eigentlich auch den Stock nehmen. Ja, ich finde immer diese... Es gibt anscheinend auch später ein Werkzeug gerade, was natürlich viel, viel cooler ist. Das ist immer schon nervig, das so auszuwählen. So, wunderbar. Spinne finde ich immer noch irgendwie nicht. Aber ich habe die Spinne ja schon im Museum gesehen. Sieht sehr, sehr erschreckend aus. Gruselig. Ich hoffe, wir werden der nie begegnen. Ansonsten hacke ich hier nochmal ein bisschen. Ja, ich glaube, man kann auch erstmal die Gammelachs benutzen. Wo haben wir sie? Hier nehmen wir erstmal die. Dann kann die schon mal kaputt gehen. Ah, da fällt der Baum ja nicht um, ne? Achso, da passiert einfach gar nichts mit. Gab's ja nicht auch mal Holz? Ah, doch. Ja, doch, okay. Ja, nehmen wir auch mal mit hier. Tasche ist wieder voll. Hinlegen. Ja, ich will nur Holz sammeln. Höchstens Eisenerz würde ich noch ein bisschen nehmen. Gehen wir hier hoch. Leiter. Zack. Komm, ein so ein Steinchen bräuchten wir mal. Nehme ich nochmal Goldachs. Was kriegen wir durch die, was kriegen wir durch die Tannenbäume? Einfach auch Holz. Okay, Holz ist Holz. Alles klar. So. Ja, Weichholz braucht ja ein Eisenerz. Das ist so in meiner Erinnerung. Oh, da hinten ist noch... Ah, das ist wieder Dingens. Ey! Das ist wieder hier... Wie heißt der nochmal? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Aber nein, der hat ein anderes Kostüm an. Ja, ihr habt ja auch gesagt, den gibt es einmal im blauen Kostüm und den nur roten. Ah, das, und das ist der Captain. Ey, der sieht ganz anders aus. Gulliver, jetzt wieder Gulliver. Yo, ho, 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 ho. Und ne Bull voll Rummelrübensaft, weil das ja ein Kinderspiel ist. Aufstehen. Schmatz. Ich bin so müde, ich hab Hunger. Gib mir meinen Rummel. Gib mir meine Rummelsüßigkeiten. Arr, ein Sturm zieht auf. Alle Mann am Tau festhalten. Macht die Dotterschicht oder nein, die schotten dich. Ja, ich bin nur komplett breit. Der Sturm! Er ist zu heftig! Das war's, Männer! Gleich holt uns der Klabautervogel! Wer kennt ihn nicht? Der fliegende Holländer! Arrrr, nervlich! Landratte! Arrrr, nach diesem Schmaus werde ich ans Wahrleben! So dick und rund werde ich sein! Herr mit dem Fraß! Schnarchende Barsche! Was sehen da meine verzückten Augen? Das ist Schiebung, fauler Zauber! Wo ist mein Piratenbankett? Ich, Captain Gulliver! Lass mir keine Klabautergaukeleien bieten! Arrrr, ich bin doch nicht Captain Blaubeer! Wo steckt der schmierige Smut hier, der mit den Schmausetraum vergällt? Warst du das etwa, hä? Ja, der heißt jetzt Gulliver, der andere hieß Gulliver. Arr, nein, schmierig siehst du nicht aus. Und wo ich mir so überlege, hast du mich wohl gerettet. Ohne dich hätte ich im Traum wohl die Muschel vom Strand gefuttert, Schalen inklusive. Also vielen Dank dir, Matrose. Von mir und meinem Magen. Arr, aber dafür brummt's bei mir im Schädel ganz gewaltig. Ich muss doch 5 Promille haben. Da hätte ich wohl zu gut das Deck geschrubbt. Ein falscher Schritt und schwupps ging's über die Reling. Meine Güte, ich kann doch nicht mal schwimmen. Aber einem Seemann kann das Ding erschüttern, denn selbst auf hoher See gibt's die moderne Technologie. 5G und sowas. Hier habe ich was. Damit kann ich Tag und Nacht ein schnieke Schiff vorbeirufen, egal wo. Harr. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen fashion-griffigen Fernsprecher. Ich wollte doch jetzt gerade einen Uber rufen. Wo ist er? Ah, für ihn muss ich die Dinger jetzt auch wieder ausbuddeln, okay. Heilige Heckborde! Mein teurer Fernsprecher ist Futschikato, verflogen wie Schiffsglockenklang im Nebel. Eieieieiei, das ist ja noch schlimmer als in jedem Bordell hier. Bei dem Wellengang muss mir das Ding aus der Tasche gerutscht sein. Das heißt ja, ich sitze hier fest und muss warten, bis meine Leute von selbst hierher finden. Das schaffen die nie. Was treibe ich nur so lange? Mal überlegen, ob man Landmannsgarn spinnen kann. Gibt's hier Nutten? Ah, ich glaube nicht. Du da mit dem Kopf so groß wie eine Boje. Mit deinen komischen Dingern da im Ohr. Würdest du einem armen Gestrandeten helfen, seinen Fernsprecher wiederzufinden? Ja, dafür gibt's Amazon. Aber ja, oder machen, wo finde ich was? Gibt's doch die App. Ah, Matrosen-Ehrenwort, du bist wirklich ein Ehrenmann. Da packt mich doch gleich die Tanzwut. Mein Riecher sagt mir, dass mein Fernsprecher irgendwo im Meer um die Inseln sein muss. Aber wir müssen jetzt tauchen. Ah, ich muss hier bleiben und Ausschau halten, falls meine Leute doch noch vorbeischippern. Ob du dich nicht ins Meerwagen meinen Fernsprecher suchen könntest, das wäre astrein. Aber schau vorher, dass du auch Platz in der Tasche hast. Sonst bleib zurück, das gute Stück. Du hast ja immer ein volles Inventar. Alles klar, Leute. Okay, jetzt müssen wir mehr tauchen, nach seinem Fernsprecherteil suchen. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Oder ich mach's off-cam. Wir schauen mal. Oder wir machen es im Stream. Wir gucken. Lasst gerne Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, Dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao.